Hallo, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Internet. Das ist Klaas Wölfe Umlauf, mein Name ist Jan Böhmermann und wir spielen jetzt was, und zwar das hier. Entscheide dich, das ist denkbar einfach, das ist der Entscheide-dich-Hut. Hier drin sind Fragen, kunterbunte Zufallsfragen. Jeder Gast und jeder Moderator muss im Wechsel ein... jeder zieht eine. Und dann, ja, ist doch jetzt nicht so kompliziert, ja, mache einfach los. Ja, es wird gezogen, jeder liest vor und beantwortet für sich selber. Man muss beantworten. Soll ich anfangen? Du fängst bitte an. Du musst beantworten, das ist eine Entscheidungsfrage. Du musst eine Variante nehmen. Na? Wärst du lieber eine Meerjungfrau mit dem Oberkörper eines Fisches oder ein Zentaur mit dem Unterkörper eines Menschen? Eine Meerjungfrau mit dem Oberkörper eines Fisches ist ein Fisch, oder nicht? Naja, aber ein recht großer Fisch und halt... Ja, das ist ein Fisch einfach, ne? Ein großer... Ein Wal zum Beispiel. Ein Wal ist ein großer Fisch. Ein Zentaur mit dem Unterkörper eines Menschen. Das ist halt ein Mensch, also wäre ich wohl eher ein Mensch, ne? Also ich würde dann eher... Was ist das für eine Scheißfrage? Dann würde ich eher ein Mensch sein, aber ich hätte auf jeden Fall einen interessanten Fakt zu meinem normalen Körper. Wäre schon gut. Also es wäre, man würde aussehen wie ein Mensch, man hätte aber immer was sehr Interessantes zu erzählen, was man eigentlich... Auf Partys. Genau. Wusstest du, dass ich eigentlich ein Zentaur bin, aber einer von denen, die einen normalen Unterkörper haben? Behinderter Zentaur. Ja, behinderter Zentaur. Ich wäre fast hätten meine Eltern gesagt, den nicht, aber... Ich habe Glück gehabt und ich habe mich unter die Menschen geschummelt. Nach Ultraschall hat der Arzt zu meiner Mutter gesagt, wollen Sie den bekommen, der ist unten rum Mensch. Ja, ja. Zum Glück hat Mama gesagt, ja. Hat sie gesagt, ja. Ja, ist eine blöde Frage trotzdem, muss man wirklich mal sagen. Ja. Ich ziehe auch eine. Bisschen konstruiert. Ja, aber wir fangen ja gerade erst an. Ja. Hättest du schon wieder was mit Tieren. Hättest du lieber schlecht pedikürte Hufe oder einen hübschen Pavian-Hintern? Naja. Also, woher weiß der Fragesteller, dass ich keinen hübschen Pavian-Hintern habe? Bereits. Ich weiß es nicht. Was ist denn eigentlich, also wann ist ein Pavian-Hintern richtig schön und wann ist eher, also da hättest du dir auch mal mit ein bisschen Creme... Also, Entschuldigung, der ist ja puterrot, der Po. Ja. Der ist ja puterrot. Ja, aber das sind es, weil die halt da drauf sitzen, wie auf so einem Stuhl, ja, ne? Also das ist ja nicht einfach nur ein Arsch, auf dem wir ja natürlich wir beide jetzt auch sitzen, mhm, aber bei denen ist ja eher so, als würden sie hätten so einen Hocker dabei, ne? So einen Campinghocker. Wie auf dem Campingplatz. Weißt du, dicke Männer auf dem Campingplatz, die dann aufstehen und wo sich der Hocker dann so in den Po reingefressen hat. Ja. Und ich glaube, die Toleranz gegenüber einem Untergrund, auf dem man sich mit einem normalen Popo jetzt nicht draufsetzen würde, die steigt, wenn man weiß, dass man praktisch noch von dem Arschhocker getrennt ist davon. Also man setzt sich praktisch in jeden Mist rein und dann sieht er natürlich nicht mehr so schön aus irgendwann. Andererseits, ich meine, wenn Hufe bedeuten würde, dass man auch schneller laufen könnte, würde ich vielleicht die Hufe nehmen. Auch so ein Party-Ding, das sieht man nicht sofort. Es ist nicht direkt was Sexuelles und man kann, wenn das Gespräch lernt, als Conversation-Starter einfach seine Hufe zeigen. Ich würde die Hufe nehmen, auf jeden Fall die Hufe. Ja, ja? Mit so schlechten Nail-Tattoos drauf. Mit French Nails. French. Das ist so ein bisschen, dann siehst du tatsächlich aus wie Claudia Effenberg. Wie Claudia Effenberg oder Harald Glückler. Der ja wirklich solche Maurerpranken hat, aber French Nails vorne drin. Wo ich denke, bei Plattenbau den Balkon vergolden braucht man dann auch nicht. Ne? So. Jetzt bin ich aber gespannt. Hättest du. Ja. Was ist es? Na, das ist ein Zufall. Es ist ein Zufall. Manchmal passt es ja. Was ist es denn? Tausend? Hättest du lieber eine unangenehm anstrengende Lache oder dass jemand auf Twitter deine private Handynummer veröffentlicht? Da muss ich mal drüber nachdenken. Weißt du noch, als ich aus Versehen mal bei Harald Schmidt deine Skype... Das war richtig scheiße, weil er war bei Harald Schmidt und wir wollten Harald wie immer das Internet erklären, jede Woche wieder. Und dann hat Harald gesagt, was ist dieses Skype, was der Gottschalk bei Gottschalk Live immer benutzt? Nee, das war vorher, glaube ich, sogar noch. Was ist das? Und dann hat Jan gesagt, ja, zeige ich dir, wir skypen jetzt mal Klaas an. Und dann war auf dem Bildschirm bei Sat.1, war dann mein Skype-Name zu sehen. Das war damals Dr. Peterchen 1. Weil ich den gut fand. Und dann sind halt natürlich 6 Milliarden Fenster aufgeklickt und mein Computer war praktisch nicht mehr zu gebrauchen. Weil Leute dich eingerufen haben. Ich war im Büro und ich habe dann wirklich den dann irgendwann zugeklappt und bin einfach nach Hause gefahren, weil ich konnte halt nicht mehr arbeiten. Das ging einfach nicht, war Feierabend für den Tag dann. Ne? Ja, das war früher. Heute ist diese Art von Scherz im Mainstream angekommen, bei ProSieben. Damals. Ja, das würdet ihr nie machen, ne? Ich weiß. Und was? Das wird sie jetzt? Ach so, dann nehme ich die unangenehm anstrengende Lache, weil ich also wirklich Augenzeuge war, wie man trotzdem gut durchs Leben kommt. Guck mal, da geht jemand. Tschüss.
Lass doch einfach warten, das ist vielleicht nur Toilette. Wir warten, bis es fertig ist. Groß, musst du groß oder klein? Klein, alles klar, wir warten kurz. Letzte Woche haben die Leute einfach im Publikum angefangen zu pullern. Das ist tatsächlich, das ist so ein alter Jürgen von der Lippe-Gag, den ich ganz gut finde. Wenn im Live-Programm einer rausgeht, dass sie dann natürlich normal weiterspielt, aber kurz bevor die Person wieder reinkommt, sind alle ruhig. Und sagen so, so, dann können wir weitermachen. Ich hab tatsächlich seit einiger Zeit diesen komischen Zwangsgedanken, was wohl passieren würde, wenn die oberen drei, die da oberhalb der Treppe sitzen, anfangen würden, in der Sendung komplett loszupullern und sich so kaskadenartig, wie in Kassel-Wilhelmshöhe, weißt du, wie in diesem Bergpark, das Wasser dann hier so runtertröpfeln würde. Ob man da eventuell auch die Chance hätte, UNESCO-Weltkulturerbe mitzuwerden. In so einer Nummer. Ist egal, ist vielleicht ein bisschen ab. Aber okay, gut zu wissen. Hättest du lieber ein Duett mit Oli P. oder einen Dreier mit Olli Schulz? Also, Moment mal, also dann noch eine andere Person oder einfach ein Dreier nur mit Olli Schulz? Ja, Olli ist Material für zwei. Mit Olli kann man auch, wenn man zu zweit ist, ein Dreier haben. Sag mal bitte, was... ich würde... was machen? Auf jeden Fall das Duett mit Olli P. Ja, weil ein wahnsinnig angenehmer... Der hat jetzt einen Laden mit irgendwas mit Hunden, ne? Das hat er schon ganz lange. Was ist hat das eine noch? Single draußen. Was ist das noch? Der hat doch irgendwas ist mit Hunden. Irgendwie. Hat einer von... Kannst du mal kurz gucken, wie die oder hast du Spotify oder irgendwie Apple Music? Ja. Dass du mal kurz gucken kannst. Ich nicht mitbekommen. Also, das hat einen aktuellen Bezug. Hat er jetzt mit jemandem Duett oder was? Oder nein, der hat einen Song draußen. Der Original, haben wir festgestellt in der Vorbereitung, so klingt wie der neue Song von Matthias Schweighöfer. Nur so... Hat er auch einen neuen Song? Matthias, lachen, weinen, tanzen. Glaube ich. Das ist alles das, was man bei dem Song spürt. Lachen, weinen. Lachen. Man lacht erst, weil man es nicht glauben kann. Dann weint man, weil man den Song hört. Und dann fängt man einfach an zu tanzen, weil es eh keinen Sinn hat. Jetzt keine Witze über... Hör jetzt auf, Witze über Matthias zu machen. So, nächste Frage. Ist das wie früher oder was? Wollt ihr noch hören? Ja, zeig mal. Kannst du das ans Mikrofon halten von Oli P.? Der singt nämlich gut. Er ist ein neues Image. Nicht mehr Rapper, sondern Sänger. Was hat er denn mit Hunden gemacht? Der hat doch was mit Hunden gemacht. Ja. Wie früher. Ah, das ist ein Audiokommentar. Der hat einen Audiokommentar zu seinen Songs. Das war nicht der Song, den ich aufgenommen habe. Für's der Song ist so gut, dass man ihn erklären muss. Warte. War das dieser Chair-Effekt? Ja, und so weiter. Aber ich muss mal wirklich sagen, also wenn man eher sonst im Unterhaltungsbereich tätig war und dann so gefühlvolle Musik macht, peinlich. Ja, finde ich auch. Peinlich. Übrigens, die Gloria-Tour ist demnächst in ganz Deutschland unterwegs. Siehst du, wie ich diese Anspielung nach Hause getragen habe? Da haben die Hälfte der Leute nicht verstanden, dass selbstironisch war und ich habe es ja schön reingedrückt. Ja. Total in Ordnung. Und die, ja. Ist egal. Hier kommt immer ein. In Stuttgart und da gibt es ein Lied, auch das Album heißt so, und in der ersten Reihe schreit jemand nach vorne, spiel doch mal Geister! Spiel doch mal spiel Geister! Mal Geister! Spiel doch mal Geister! Spiel doch mal Geister! Raus! Putzlicht an, direkt Konzert abbrechen. Wie Justin Bieber. Nicht mit diesem Dialekt! Nicht mit diesem Dialekt! Spiel doch mal Geister! Spiel doch mal Geister! Würdest du... Klaas, den finde ich süß. Klaas, spiel mal Geister. Spiel doch mal Geister. Und in Reihe 2, wenn Leute dann sagen, Klaas ist zu klein, ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Das ist in Reihe 2. Es gibt ja bei Gloria-Konzerten gibt es ja meist keine Reihe 2. Wird abgehängt nach Reihe 1. Klaas, super, ausverkauft. Heute Klaas, Lanxess Arena. So eine Reihe und dahinter kommen so Turnhallenwände runter. Aber da hat vorhin noch so ein Kunstmaler, der so normalerweise so Kinoplakate macht, noch so eine Halle mit Publikum drauf. Ja. Ausverkauft oder nebenan spielt einfach Luke Mockridge den Rest. Nebenan ist Luke Mockridge, weil wir teilen uns eine Mehrzweckhalle. Wir teilen uns das mit Luke Mockridge heute. Was hast du eigentlich gegen Luke Mockridge? Der war in unserer Sendung letztens. Ich habe überhaupt nichts. Sag einfach nur, dass der einfach jeden Fall die Lanxess Arena voll macht. Das war die Funktion des Gags. Das war überhaupt kein Witz auf die Kosten von Mockridge. Weißt du noch, als Olli Pocher die Lanxess Arena voll gemacht hat? Nee, bei... ja. Ja, weiß ich noch. So, würdest du lieber bei einem leichten Erdbeben... Oh. Ich habe schon mal ein leichtes Erdbeben erlebt. Wirklich? Mhm. Würdest du lieber bei einem leichten Erdbeben von der Bettkante auf einen Kaktus fallen? Auch so ein Fakt. Oder bei einem schweren Hausbrand aus dem, aus dem dritten Stock auf Peter Altmaier. Ui. Ja,
Ich wohne da im Prenzlauer Berg, das ist immer so, also wenn da Sommerferien sind im Bundestag, dann vermietet der sich ja da. Anstatt als Hüpfburg. Am Hüpfburg. Ja, die lieben das. Ja, das ist, lieber Peter. Ich würde das mit dem Erdbeben, das für ich nehmen. Mhm. Das ist abgefahren, Erdbeben, auch leichtes Erdbeben. Erzähl mal, also, hast du denn... Das ist so, das ist, man checkt das nicht richtig, ist bedrohlich und so. Und mit dem Kaktus, wenn das die größte Gefahr ist, davon ausgehen, nämlich die In-Touch-Schlagzeile sehe ich schon vor mir. Klaas Häufer noch, so überlebt ich das Erdbeben. Ich höre gerade von Markus Heidemanns, der in mein Ohr reinredet. Keine Erdbebenwitze. Nee, keine Erdbebenwitze. Und Klaas muss langsam weg. Das habe ich auch im Gefühl. Ich würde noch ganz kurz vorlesen, das vielleicht, und dann machen wir's, beantworten wir es zusammen. Hättest du lieber eine sehr schlechte Sicht auf das WM-Finale oder eine sehr gute Sicht auf Klöten, Rallis, Klöten? Ja! Wer seinen Hoden zeigt, muss sich also nicht wundern, dass Leute das... Ich muss sagen, das Allerschönste, was mir überhaupt nur vorstellen kann, ist, dass mir die große Public Viewing Leinwand von Ralfs Klöten verdeckt wird. Das wäre für mich... Das wär, schlechte das Sicht wegen Ralfs Klöten. Das unterschreibe ich. Das war Entscheide dich mit Klaas Häufer Umlauf! Danke sehr. Dankeschön.